So, guten Morgen. Als erstes mal das Gold mit. So. Wunderbar. Packen wir doch mal wieder aus Randnummer 15. Packen wir das rein. So. Müssen wir schauen. Hallo? Gut, danke. So, wunderbar. Das geben wir Gunther. Oh, toll. Ich habe mich gerade gefragt, so, habe ich irgendwo Gold zum Reinwerfen? Ich weiß es nicht, glaube nicht. So, oh ja, da ist Gold. Oh ja, schön. Ah, hier haben wir Geoden. Ich dachte, ich hätte die Geoden aufgebracht. Habe ich wieder Geoden bekommen? Anscheinend. Können wir auch aufbrechen. So, dann gucken wir mal, was sagt denn unser lieber Wahrsager? Sind heute höchst unzufrieden. Wie kommst du mir vor, als hätte ich das schon gespielt? Oder vielleicht auch nicht. So, die meisten Städte haben einen Kalender der Jahreszeiten vor ihrem Gemischtwarenläden. Ihren Gemischtwarenläden. Oh mein Gott. Es ist sehr ratsam, diesen hin und wieder zu überprüfen. Dann weißt du auch Bescheid, was in deiner Gemeinde so vor sich geht. Wirf immer einen Blick auf die Jobangebote. Ja, genau. So, warte. Regnet es demnächst? Warum ist es schon wieder sonnig und klar? Mein Zeug ist fertig. Ah, was für ein schöner Tag. Hallo, liebes Hütchen. Ich wollte jetzt sagen Küken. Nein, es ist schon ausgewachsen. Es ist kein Küken mehr. So, Erntetag, bester Tag. Nein. Warum würde ich eine Blume essen? Nur weil ich Veganer bin, oder? Das ist voll so... Wie heißt das? Rassistisch nicht. Das ist voll... keine Ahnung. Gemein. So. Wieder die Dinge. Wunderbar. Zwei Melonen sind fertig. Super. Das haben wir fertig. Und das. Na, müssen wir schon wieder immer noch gießen. Mann! So viel Sommerschmuckdinger brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo was verkaufen kann. Haben wir dann die Sommerschmuckdinger? Haben wir die zu viel was? Ich nehme kurz einen mit. Ja, erstmal so weg und dann so, na, vielleicht nehme ich so doch mal mit. Wer weiß. Nehmen wir mal das ganze Zeug mit. Und gehen wir schnell nach rein. Ja, nach rein. So, und Verkaufenssachen. So, die guten behalten wir mal. So. Ja. Und ansonsten können wir dann noch Zeug verkaufen. Können wir auch verkaufen. Weil dann kriegen wir auch wieder Geld. Das ist Sommerschmuck. Das sind die normalen Dinger. Gut. Schaut doch ganz gut aus, so. So. Ein bisschen Geld kriegen wir rein. So. Weg damit. Wir brauchen Geld. So, wir brauchen mal eine Gießkanne. Warum war denn meine Gießkanne da? Wie immer leer. Ich will nicht gießen. Nein. Naja, das muss, das muss. Gieße ich jetzt alles und pflanze nochmal was an oder nicht? Ich gieße alles und pflanze nochmal was an. Klingt gut. Bock habe ich gar nicht, aber naja. So ist es halt. Jetzt nehme ich auch meine Tastatur wahr. Mir wurde letztens geschrieben, dass eine Person meine Tastatur mag. Meine Klick-Klack-Tastatur. Ich nehme die großartig gar nicht wahr. Ich blende das aus. Also... In meinen Gedanken blende ich das aus. Das höre ich gar nicht mehr. Ich dachte mir so, hä? Meine Maus nehme ich irgendwie schon noch wahr. Aber dass meine Tastatur so klackert, eigentlich gar nicht mehr. Jetzt merke ich es schon. Aber sonst so großartig. Ich dachte mir so, hä? Kann man meine Tastatur hören? Ja, und die Frage ist eher, kann man die nicht überhören, ja? Viel Spaß. Ja, ist okay. Ich wollte das nur gießen.
Ich weiß gerade nicht. So, warte. Oh, heute ist Montag, Gott sei Dank. Ich dachte schon, heute wäre vielleicht Mittwoch. Dann wäre es ein bisschen blöd gewesen. So, weil Mittwochs hat ja Pierre zu. Müssen wir alles schon gießen. Haben wir gleich. Wenn die Gießkanne nicht leer ist. Und dann schauen wir mal. Mich interessiert es auch. Ja, dann gieße ich halt von da. Mal, dann kann ich auch von hier gießen. Ha, dann brauche ich es noch nicht ernten. So, ich bin da überlegen, baue ich als erstes mein Haus aus oder mache ich als erstes die Spitzhacke? Eine Frage. Eigentlich könnte ich als erstes die Spitzhacke machen, dann ist sie nämlich auch gleich fertig und das Haus oder so ist ja egal. Weil die Sprinkler werden relativ schneller. Ich glaube, ich gehe zu Clint und mache mir jetzt dann meine Spitzhacke. Das klingt doch besser. Dann kann der das nämlich schnell fertig machen. Und dann kann ich in der nächsten Zeit dann auch nochmal das Geld haben und nachgucken, was ich alles brauche. Für mein. Ach, Scheiße, wenn ich jetzt Samen kaufe, dann habe ich schon wieder weniger Geld. Oh Mann, naja. So. Wunderbar. Die behalten wir jetzt einfach mal so. Und dann gehen wir gleich mal. Ja, doch, ist egal. Ich kann meine Gießkanne dabei behalten. Ist nicht so schlimm. Gehen wir als erstes mal zu Pierre und kaufen uns Samen. Und dann schauen wir mal weiter. Dann gehen wir zu. Ja, dann gehen wir nach Hause, pflanzen die erstmal hin. Jetzt habe ich schon wieder das Zeug vergessen. Nein. Ist auch eine Quest offen. Nö. Herr Willi, hatte Gast schon was? Ich hätte gerne, dass mir ein süßes Mädchen Hechte bringt. Sam. Ich weiß nicht, ob ich ein Hecht habe. Lol, der Brief mit einem Zwinker-Smiley. Mann, Sam. Hatte nicht. Achso, Gast hatte da Geburtstag. Ich dachte, die nächste Person, die Geburtstag hat, ist Gast. Willi. Ah. Zwinker-Smiley. Sam. Ist mir egal. Ich nehme trotzdem Sebastian. So, hier, da pflanze sie im Sommer oder Herbst gut. Das heißt, wir können einfach mal ein bisschen hier. Nehmen wir mal 30. So. Sollte reichen, gell? Könnten wir auch Mais noch anpflanzen. Oh, Mais ist teuer. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber. Da ist Sam. Hi Sam. Hab ich Hecht? Wo kann man Hecht herkriegen? Kann man einen Hecht im Ozean fischen? Bitte kid mich nicht, ich weiß es nicht. Ein Veganer. Ausrede. Nee, ein Hecht, glaube ich, kann man nicht im Ozean fangen. Den kann man. Oh, ich habe keine Ahnung. Was ist denn das englische Wort für Hecht? Ich weiß es nicht. Oh. Das ist mir jetzt egal, ob da. Nee, ist mir nicht egal, ich mach das auch gleich. Ah. So, ich pflanze auch noch was hin. Dafür ist es mir egal, dass hier ein so ein Dingens ist. Wo nicht gegossen ist, aber nein, das ist mir nicht egal. Ja, hier. Bam. So, jetzt haben wir da auch was. Super. Und da haben wir noch 10 Samen übrig, also hätten 20 gereicht. Naja, egal. So, dann gehen wir. Oh. Meine Marmelade ist fertig, das heißt, ich muss hier was reinwerfen. Die Dinger sind auch fertig. So, warte mal. 2. Sind es 5? Ich glaube, ich brauche bloß 5 zum Herstellen, genau. Dann könnten wir mal Quarz reinschmeißen. Ich weiß nicht, wie lange Quarz braucht. Schmeißen wir mal rein. Aber Quarz brauchen wir auch für die Sprinkler, wenn ich mich nicht irre. Und da gucken wir mal, haben wir irgendwo ein Hecht? Was ist ein Hecht? Das ist ein Thunfisch, ein Gotteslachs, ein Schwarzbarsch, Blaubarsch, Sardine, Rotbarbe, Hering. Heilbutt, indischer Glaswels, Kaulbarsch, Karpfen, Zwergwels, Brasse und Sardine. Nein, aber leider keinen Hecht. Ah, oder gibt es doch ein Hecht im Ding? Ich dachte, das wäre nicht Karpfen, aber wie hieß der andere Fisch nochmal? Ich habe das gerade irgendwie verwechselt. Hering, genau. Nee, der Hering, den gibt es im Ozean, das weiß ich. Ja gut, gehen wir jetzt mal.
Scheiße, die Blaubeeren. Nein! Ich gehe einmal durch eine Tür durch, dann weiß ich es nicht mehr. So, Blaubeeren. So ein Stück so. Wunderbar. Nein, ich möchte das nicht essen. Wunderbar. Ich muss mich beeilen, damit ich dann noch zu Robin gehen kann. Da halte ich mich am liebsten auf und gucke nach, was wir für Hofgebäude bauen können, würde ich jetzt sagen, wie viel es kostet, beziehungsweise wie viele Materialien es kostet, mein Haus zu upgraden. Und wir können mal ausprobieren, ob der Bürgermeister Herbstfülle mag. Wow, das mag ich total gern, danke dir. Bitteschön. Ich wusste es doch, dass du das magst. Ich hatte das im Urin. Ja. Hihi. So, dann... Oh, da ist ein Blümchen. Das werden wir jetzt dann pflücken. Und da ist Mimiko mit Alex am Flirten. So. Werkzeuge verbessern. Nein, jetzt dann erstmal die Dioden aufbauen, weil sonst aufhauen, ansonsten aufbrechen. Ansonsten kann man nämlich die nicht mehr aufbrechen. Dann ist es nämlich besetzt. Tigerauge. Ja, ich wusste es. Ha. Oh, ist das neu? Das ist mit Pavol gewaschen. Hab ich da... Oh, ich hab die anderen Geoden vergessen. Ach ja, egal. Who cares? Gut, dann brechen wir die halt mal anders auf. So. Wir machen eine Stahlspitzhacke. Bam. Danke, ich fange damit so bald wie möglich an. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Ja. Gut, danke schön. Gucken wir mal, können wir was abgeben? Ja... Zumindest eins, mindestens. Also hier, hallo, ich möchte gerne dem Museum spenden. Oh, so viel Zeug. Das hier, das da auch. Oh, noch eine neue Belohnung. Und hier dann die Diamanten. Wunderbar. Schauen wir mal, was haben wir denn jetzt als Belohnung? Eine Obsidianvase und eine Vogelscheuche, das ist super. Nein, dann brauche ich mir keine zweite Vogelscheuche bauen. Und da habe ich für den Herbst schon eine zweite Vogelscheuche. Dankeschön. Das ist ja nett. Wenn wir schon da sind, können wir ja dann auch gleich am Strand schauen. Und ja, gucken wir mal am Strand, ob es wieder was Neues gibt. Oh, das sind Würmchen. Oh, da haben wir Lehm. Ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Mir ist gerade eingefallen, dass ich jetzt zu Robin gehen wollte. Wie konnte ich das nur vergessen? Mann! Wie konnte ich nur Robin vergessen? Was ist los mit mir? So. Ich. Gut, dann mal auf zu Robin. Ich hoffe, die macht jetzt nicht zu. Ansonsten ist das etwas uncool. Aber meistens bin ich immer zu spät. Von daher... Mal gucken. Im schlimmsten Fall habe ich keine Angel dabei und kann er nicht angeln. Hallo, Luis. Oh, im schlimmsten Fall ist Robin heute gar nicht arbeiten. So. Mal schauen. Beeil dich. Vielleicht steht es ja noch bis... 17 Uhr da. Ja, wunderbar. Ja, ich brauche was. So, Hofgebäude errichten. Nein, Haus verbessern. So, ich kann dein Haus vergrößern und eine Küche hinzufügen. Es wird dich 10.000 Gold kosten. Gut, da brauchen wir noch 7.000. Und du musst mir 54 Stück Holz liefern. Bist du interessiert? Ja, ich bin interessiert, aber ich habe kein Geld. Tut mir leid. Gut, warte mal. Was haben wir dann nochmal? Hofgebäude einrichten. Wenn wir schon da sind. Hühnerstall könnten wir auch vergrößern. Oh, das könnte man auch bauen. Eine Mühle, aber jetzt noch nicht. Schuppen. Hier, das Ding wollte ich noch haben. Oh. Ah, warum zeigt es mir... Also, ich habe gesagt, warum zeigt es mich ja nur das, dass ich das habe? Achso, hier zeigt es auch rot an. Ich dachte gerade, das wäre noch weiß gewesen. Gut, 450 Holz brauchen wir dann. Wissen wir Bescheid. Danke, Robin. Eine Traube, eine Traube.
Linus. Nee, kein Bock auf Linus gerade. 17 Uhr. Mal schauen. Jetzt, ah ja, wenn ich dann die Pickaxe geupgradet habe. Geupgradet, ja nicht abgegradet, es ist geupgradet. Ah, warte mal, hier kann ich auch so ein Ding aufhängen und da auch. Dann mal. Ich muss mich kurz unterbrechen. Ja. Scheiße. Das ist wieder fertig. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe mich selber unterbrochen. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Verdammt, warte mal, wie? Rosa, ja, voll vergessen. Oh, Mann, ich hätte nicht warten sollen. Ich hätte mein Kurzzeitgedächtnis blinken sollen. Verdammt. Naja. Ja. Naja, auf jeden Fall wollte ich hier noch im Hof noch ein bisschen was machen. Sollen also wir das hier verkaufen? Obsidian. Mag Sebastian Obsidian? Ich glaube, Sebastian mag Obsidian. Ich glaube schon. Kann man mal ausprobieren. Im schlimmsten Fall mag es dann nicht und dann ist alles doof. Aber wenn wir schon Obsidian haben, können wir es entweder verkaufen oder Sebastian schenken. Oh, warte mal, hier haben wir die Obsidian-Vase. Packen wir auch mal kurz weg. Machen wir noch mal ein bisschen. Nein, bleib hier. Dann haben wir alle mit. So. Weil dann kann man nämlich demnächst die Sprinkler noch fertig machen. So. Ich wollte noch was tun. Ich wollte noch was tun. Ich bin nicht multitaskingfähig. Ja, die Obsidian-Vase wollte ich wegpacken. Hier, weg damit. So, super. Haben wir das auch schon erledigt. Ach ja. Mist. Da haben wir gesagt so, hey, jetzt könnte ich noch mit meiner Pickaxe. Nein, wir haben leider keine Pickaxe dabei. Doof. Und ich habe auch nicht meine normale Axt dabei. Das ist auch doof. Muss ich wieder zurücklaufen. Muss mal den nächsten Weg bauen. Geht aber gar nicht hier. Herbst wird das alles schöner. Schau mal, Herr Hecht. Wo? Hä? Ich? Nein. Mist. Vielleicht sollte ich erst mal gucken, ob ich irgendwo einen Hecht angeln kann. Wir versuchen es mal oben. Weil, ja. Ich bin mal kurz gespannt. Ah, fuck. Ich dachte mir gerade so, Mensch, ich hätte ja auch einen Feuerkristall haben können. Hätte ich ganz oben, wie heißt denn das Dingens, dieses Minenkarte da fertig machen können, dann hätte ich da schnell hinfahren können. Aber nee, das habe ich abgegeben. Da wollte ich wieder reingehen in die Mine und mir einen zweiten holen. Ja, aber jetzt habe ich meine Dingens weggegeben, meine Pickaxe. Naja. Komm mal. Nein, nein, nicht. Nein, ist verschlossen. Warum? Zu spät. Nein, 10 Minuten zu spät. Sebastian draußen. Sebastian! Guck mal kurz, ob du Obsidian möchtest. Ja, hallo. Nein, 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 nicht drauf. Nein, böse. Nur hier. Das mag ich am liebsten. Aber wusstest du das? Tja, ich wusste halt auch, dass du Obsidian magst. Guck, jetzt haben wir schon wieder einen Platz frei. Aber ich angel mal neben dir. So. Hier, ja. Im schlimmsten Fall beißt der Legendary Fish an und dann haben wir halt verkackt. Naja. Ein bisschen Zeit mit Sebastian verbringen. Hey. Und das ist jetzt ein Karpfen. Habe ich im Urin. Nein, das ist ein Kaulbarsch. Mein Urin hat mich belogen. Oh Gott. Frag mich, ob das wirklich Leute bis ganz zum Schluss anschauen oder so. Weiß nicht. Mich würde es überhaupt mal interessieren, wer das alles so anguckt. Ich finde das voll doof, dass man nicht sehen kann oder so, wenn ich hier Likes kriege auf dem Video. Wer die Likes sind. Wäre eigentlich auch lustig, weil die Dislikes sind, aber ich kann mir fast denken. Aber wer zur Hölle liked meine Videos? Ich finde das doof, dass ich das nicht sehen kann. Keine Ahnung. Würde mich halt wirklich mal interessieren. Oder überhaupt, wer meine Videos anklickt.
So neugierig. Vielleicht bin das alles nur ich. Nein, ich weiß, dass es auch noch ein paar andere gibt. Aber. Oh mein Gott, jetzt dachte ich, es ist hängen geblieben. Wieso beißen hier nur Kaulbärsche an? Was soll denn das? Ich finde es auch doof, dass man nicht sehen kann, wer alles abonniert hat. Das ist ja doof. Interessieren würde es mich, das ist wieder so ein Kaulbarsch, ja. Ja, da beißt nichts anderes an. Es ist zu Nacht. Zu spät. Ich habe gesagt, zu dunkel, nein. Anderes Wort für zu dunkel, zu Nacht. Ja. Willkommen in meinem Gehirn. Oh. Ist das wieder. Schatzkiste. Oh, ein Zitronenbase, wollte ich jetzt sagen, ein Zwergbase. Oh, gefrorene Geoden. Da haben wir gleich wieder für Clinton zum Aufbrechen. Und gut, ist dann Kolbarsch. Und gut, dann nochmal ein bisschen fischen. Ein paar Fische gehen noch. Weiß nichts mehr. Nein. So, und es ist wieder so ein Zwergwes, oder? Der hat sich ein bisschen anders da bewegt. Es muss ein Zwergwes sein. Es ist ein Zwergwes. Ja, ich bin so schlau. Hat sich nicht so weit reingeworfen. So, den Fisch noch und dann gehen wir. Oh, das verhält sich, als wäre es ein Karpfen. Ich glaube, Karpfen gibt es am Abend gar nicht, oder? Oh, das ist ein Karpfen. Ich wusste es. Das merkt man immer so, die Karpfen, die, keine Ahnung, die verhalten sich immer so, als wären sie tote Fische an der Angel. Von daher dachte ich mir, dass das ein Karpfen sein könnte. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich noch Kupfer habe. Also mehr als dieses eine Kupfer immer im Inventar. Dann kann ich da diese Dingens bauen. Zapfhähne. Genau. So, was ist das deutsche Wort? Zwei Zapfhähne. Zapfhahn klingt doof. Das ist total das doofe Wort, Zapfhahn. So, ja, da können wir später dann mal gucken in der Kiste. Zum Beispiel jetzt. Packen wir mal rein. Mal sortieren. Wie gesagt, dann können wir den da wegpacken. Das da brauchen wir auch nicht. Dann können wir die eigentlich auch verkaufen. Ja. Ich weiß, dass es spät ist. Ich verkaufe die jetzt nochmal schnell. So, weg damit. Das auch weg. Die Weintraube auch. Warum nicht? So. Und dann packen wir. So. Und wieder das damit rein. Dann kann das nicht über Nacht fertig werden. Ja, wir gehen jetzt einfach mal ins Bett. So. Ausräumen können wir später immer noch. Ich würde sagen, es ist fast 2000. Ist 2000, oh mein Gott, oh mein Gott. Hey, immerhin. Wie viel Geld haben wir jetzt? Ja, fehlen noch 5000.